Sie suchen also ein Phantom? Das habe ich so nicht gesagt. Ein Phantom, das über den Balkon kommt? Glauben Sie, der Mann schlägt noch mal zu? Entschuldigung, aber das ist mir hier alles ein bisschen zu spekulativ. Aber Sie spekulieren doch selber, dass der Ex-Freund unschuldig ist. Wie gesagt, den gegenwärtigen Stand der Ermittlungen können Sie gerne nachlesen im vorliegenden Faltblatt. Gut, ich glaube, wir sind dann durch. Herr Thiel, ich versuch's noch mal im Konjunktiv. Wenn es denn das Phantom gäbe, das noch mal zuschlagen könnte, müsste dann die weibliche Bevölkerung nicht gewarnt werden?